Hallo Leute, der Martin hier von Steam Gamer und willkommen zurück hier bei Black Mesa. Und wir können noch einmal versuchen, yes, ob wir die Kugeln hier kriegen können. Jetzt haben wir sie natürlich endlich mal bekommen. Sag mal, kannst du mal aufhören, dich hier mal zu drehen? Ist das schlimm hier mit dir? Sag mal, wir müssen jetzt hier runter. Bin ich der festen Überzeugung, dass wir da durch müssen, haben wir natürlich zum Glück schon mal alles freigeräumt hier. Jetzt muss das nur klappen mit dem Nachbarn. Das heißt, da nicht rein, aber hier runter. Dahin. Hier rauf. Darauf. Und jetzt darüber. Und jetzt hier durch. Kann ich mich hier irgendwo anhalten? Ja, ich kann mich hier nochmal anhalten lassen. Höp. Und das mache ich jetzt auch. Und ich speichere hier mal. So. Ah, das hat ein bisschen wehgetan. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Und wir können unseren Anzug ein bisschen aufladen. Boah, hat noch was geklatscht. War kein Beifall. Oh. Ich glaube, das ist Kram, der von da reinfällt, genau. Aber wenn ich den Sprung geschafft habe, speichere ich einfach nochmal. So, es geht wieder mal nach unten. Die Richtung sind wir inzwischen schon gewohnt. Ach, sag mal, wollt ihr jetzt aufs nächste Förderband drauf? Ich glaub's ja nicht. So. Die Hexen alles klein, machen hier alles, weißt du, und dann schmeißen wir das alles in so eine grüne Brühe rein. Na lecker. So. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So. Da hat einer anscheinend nicht richtig getroffen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Darum mache ich es ja nur, Leute. Damit ihr den Zahlenraum von 1 bis 5 richtig sicher beherrscht. Ne? Nur darum mache ich das. Ich denke nur an euch hier. Ich denke nur an euch. Ach du Scheiße. Ich speichere mal. Wenn es hier, so viel Munition gibt, muss ich mal speichern, glaube ich. Es war kein Autosave hier. Oh, jetzt gehen wir wieder hoch. Ladebildschirm. Wow, Mensch, ist das schön. Ein Ladebildschirm. Ist das was Feines. Und wir sind im Lambda-Komplex, oder? Nee, noch nicht. Wir haben nur das Lambda-Zeichen gesehen. Das war ja für die Rakete und da ging es, glaube ich, Richtung Lambda-Komplex. Wir waren aber noch nicht da. Wir müssen erst noch zum Lambda-Komplex hin, damit die Leute uns da helfen können. Oh, na komm, lass mal raus. Sind die tot? Ich weiß es nicht. Wow, halt dich fest! Nein, sie waren nicht tot. Die scheiß Drecksviecher. Ah. Hat jemand den Zaun unter... ja, er hat den Zaun unter Strom gestellt. Gar keine so blöde Idee. Ganz so doof sind ja manche doch nicht, ne? Ich schon... Mann, ey, du blöde Leiter, geh weg hier. Ich wusste halt nicht, dass man die bewegen kann. So. Hier kommt er bestimmt. Ja, genau. Hi. Können wir wieder anstellen? Natürlich nicht. Das wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein. So. Schön eingesammelte Handschuhe. Hm. Das sieht doch mal relativ ordentlich aus. Blitzelt hier. Hm?
Questionable Ethics. Aha. Jetzt hat sie gerade bei mir im Spiel ein bisschen geruckelt. Ach, du Scheiße. Der hat so einen Arm wie so ein Vortigon. Ich hoffe, du bleibst da drin, du. Ich hoffe ganz inständig, dass du da drin bleibst. Oh, ich habe jetzt gerade gedacht, du, boah, gut, da steht Gas drüber. Ich dachte schon, der taucht jetzt hier auf. Es gibt 5 Viecher, die wir hier noch kaputt machen können. Geiler Screensaver. Phony! Der gute alte Phony-Bildschirm. Der gute alte Phony-Bildschirm. Okay, es gibt hier also noch ein paar andere, die wir hier ein bisschen vergasen können. Ich habe auch ein bisschen das Bedürfnis dazu. Die Viecher... Die will ich nicht frei rumlaufen haben. Ne, ne. Schöne Bilder. Wir sind in einem neuen Laborkomplex, ganz offensichtlich. Die Frage ist nur, ist das hier da, wo wir sein möchten? Containment Lockdown. Aha. Ja, 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 ja. Ja, es gab hier... Wir haben hier einen Vorfall ausgelöst. Und dank dieses Vorfalls gibt es hier diese schöne Containment Lockdown. Biodome Facility Floor 1. Key Lab A, Key Lab B... Okay. Wow! Komm hier mal rein. Danke. Door Release. Warum habe ich das gemacht? Oh, die Viecher kämpfen gegeneinander. Das haben wir schon mal. Danger. Push to fire. Jo. Immer her damit. Sehr schön. Die Türen gehen zu. Finde ich gut. Da lädt sich was auf. Finde ich gut. Wow. Ach so, sind also nicht nur irgendwelche Viecher, die da so generell irgendwo in irgendwelchen Kanistern drin sind, sondern man kann da auch andere Viecher, hätten wir da jetzt mehr sehen können? Nee, hätten wir nicht. Nee, es gibt auch andere Möglichkeiten, so ein Viechzeug kaputt zu machen. Ah, gut, okay. Gut zu wissen. Okay, lebt hier noch was? Ich glaube nicht. Oh, du hast so einen schönen Bogen. Ist die Frage, ob mich das jetzt wirklich freuen soll. Die haben so ein Viech mal auseinandergenommen. Seziert. Ugh. Hallo? Oh, hi. Bin ja froh, dass du jetzt nicht mehr für dieses Gerät hier zuständig bist. Kann ich einfach durchlaufen. Tschüss. Geh mal ganz schnell durch. Unser Labor auf der anderen Seite sah auch mal so schön aus. Der hat sich ein bisschen an der Wand verteilt. Hallo? Sieht auch nicht mehr so schön aus. Alter Schwede. Hier durch die Frauentoilette durchlaufen. Da vorne ist ein Wachmann. Da will ich natürlich erstmal gucken gehen. Schade. Will ich natürlich erstmal gucken gehen, was war jetzt die andere Richtung? Mir schien so, als wenn man da in die andere Richtung auch noch irgendwie laufen konnte. Oder irre ich mich da jetzt? Nee, konnte man nicht. Das ist so... Das finde ich ziemlich geil gemacht, weil ich jetzt einfach weitergelaufen wäre. Ich hätte immer das Gefühl gehabt, hier wäre es noch weitergegangen. Ich hätte was... Es wäre was da gewesen.
was ich nicht erkundet habe. McLean, Bevilo, Tart. Was ist? Bevilo. Okay, Alan. Alan! Alan! Sorry. Den Klopapier. Foreman. Nicht Freeman, sondern Foreman. Welch und Nielsen. Ah, gut. Was ist das hier? Authorized Personnel Only. Für die Klorollen, oder was? Na gut. Oh, hier ist eine Pizza. Ist ja geil, eine Salami-Pizza. Ist ja schön. Hey. Oh, hi. It ain't no good up there. It's all sealed off. Mhm. The only way out would be to find someone with scanner access who can open the front door. Da liegen zwei Tote. I'm pretty sure there's a few scientists hiding out somewhere in the labs. Mhm. Maybe with the both of us looking, we can track them down and get them to let us out of here. Das wäre ein guter Plan, finde ich. Okay, why not? I didn't want to die alone anyway. Sehr gut. Alle anderen, die mir gefolgt sind, die sind ja auch schon tot. Ich gucke nur mal kurz um, was du hier, wo du dich hier so aufgehalten hast. Mit deinem einsamen Kollegen hier drin. Sogar mit zwei Toten hier drin. Hast du dich mit Toten umgeben? Ja. Ah, so kann man also diese Caffeine-Extraction machen. Das will ich machen. 15, 5 noch. 1, 2, 3, 4 und komm. Yes, sehr geil. Nein, wir haben nur ziemlich lange hier jetzt gerade rumgestanden. Wir haben jetzt die Achievement unlocked, diese Caffeine Extraction. Sehr gut. So. Bist du noch bei mir? Ja, du bist noch bei mir. Sehr gut. Hast du eigentlich eine Waffe oder rennst du die ganze Zeit jetzt unbewaffnet durch die Gegend? Unbewaffnet durch die Gegend rennen ist ein bisschen doof. Sag ich mal ganz ehrlich, das ist ein bisschen ungesund, habe ich schon festgestellt hier. Man braucht Bewaffnung. So. Was ist denn hier jetzt noch? Müssen wir jetzt wieder einen Trupp um uns rum sammeln? Ein paar Wissenschaftler. Wir sollen ja zumindest nochmal Wissenschaftler finden, die uns ein Aus, also die uns den Weg hier rausgeben, anbieten können. Willst du mitkommen? Make sure that thing's loaded. Ja, Maya, du fliegst. Die beiden standen eben gerade einfach Cognac. Fand ich schön. Haben sich da gegenseitig, also haben sich dann da einfach mal gemütlich abballern lassen. Finde ich noch viel besser. Alright, I'll stay here. Nee, komm mit. Alright, let's go. Ja. Ja, jetzt ist er davon runtergelaufen. Sehr gut. War wahrscheinlich ganz gut. War wahrscheinlich einfach vorne reingerannt und hätte die komplett abgelenkt. So konnte ich jetzt einen abschießen. Der andere hat sich interessiert. Den zweiten auch. Sehr gut. So. Wow. Ja, komm mal weg hier. Alter. Bitte was? You cock-eyed bastard? Wow. Oh, das war ein schöner Nachhall. Let me get out of your way. Ja, bitte. You cock-eyed... Du... Was war das? Schwanzäugiger... Bastard? Was ist ein schwanzäugiger Bastard? Auf was für Ideen von Beleidigungen kommen die hier?
Mann, 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 Mann. Oh, sehr schön. Bisschen mehr Munition noch. Dafür haben wir schon volle Munition für das Ding hier. Oh, what's that stench? Ist er fahren lassen oder was? Schlimm. Wo denn? Überall liegen hier Tote in der Gegend rum. Ist ja Wahnsinn. Ach du Scheiße. Kommst du mit durch oder will? Hallo? Wo rennst du denn hin? Hier durch. Du bist ja auch einer. Du bist ja auch ein komischer Vogel. Wow. Ich weiß, es ist mit Kanonenkugeln auf Spatzen schießen, aber... Machen wir jetzt alles da drin kaputt? Ja, ja, immer mit der Ruhe. Und kriegen wir da jetzt... Aua! Natürlich nicht. Wir müssen hier wahrscheinlich irgendwas drin spawnen lassen. So, jetzt kommen wir raus. Sehr gut. Wo dann? Geh weg damit. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Bitte, komm her, komm bitte, komm. Ich töte dich damit. Das ist mir egal. Du kommst jetzt nur nicht da durch. Ich will mal sehen, ob das jetzt was hilft. Er ist auch unterledigt worden. Okay. Ich hat leider nicht zum Erfolg mit dazugegeben. Schade. Oh, ich habe seine Munition. Ist ja zumindest schon mal etwas. Hm. Gut. Hm. Ja. Oh, ich habe ja auch alle Licht. Was war hinter hier? Gefährlich aus. Ich würde gerne mal gucken, ob ich mit dem von hier oben nähern kann. Ja, kann ich. Das mache ich doch einfach auch mal. Da lebt jetzt was. Ich möchte nochmal drücken. Da dann läuft jetzt noch was rum. Ich möchte nochmal drücken. Okay, ich glaube, es lebt jetzt nicht mehr. Ich glaube, es lebt jetzt nicht mehr. Aber ich weiß es nicht hundertprozentig. Wow, Alter! Boah! Meine Güte, ey! Was zur Hölle habt ihr euch denn hier bitteschön versteckt? Wow! Also, ich fühle mich echt so ein bisschen verarscht hier. Wo kommen die denn alle her? Oh. Da vorne sind Wissenschaftler. Ich glaube, zu denen müssen wir. Ich glaube, zu denen müssen wir. Ach du Scheiße. Mal
mag diese dunklen Räume. Wow! Ich sag das, ich mag die dunklen. Muss da anscheinend, glaube ich, irgendwie durch zu denen hin. Aber wie wir da hinkommen, sehen wir beim nächsten Mal. Sehr wahrscheinlich zumindest. Ich hoffe es. Alter Schwede, ey. Also so hin und wieder geht mir schon noch ein bisschen der Kackstift, ne? Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Dass das blöde Viech da doch noch überlegt hat, dieses eine Mal abfeuern, das habe ich nicht gedacht. Ich glaube, wir müssen zu den Wissenschaftlern da vorne. Mal sehen, wie wir da hinkommen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und falls es euch gefällt, könnt ihr gerne ein Däumchen da lassen. Wenn ihr es richtig toll findet, könnt ihr auch ein Abo da lassen. Da erfahrt ihr immer wieder, wann neue Videos kommen und vielleicht wann auch wann neue Projekte kommen. Und ach ja, was ich auch immer nochmal wieder gerne mit dazu sage, geht mal zu steamgamer.de, da erfahrt ihr dann natürlich auch immer wieder, wenn es neue Projekte gibt, aber noch vieles mehr, alles mögliche zu Steam, Controllern, Maschinen und was weiß ich nicht alles, Spielen, Aktionen und Gaming allgemein. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Bis dahin.